Hallo Freunde historischer Smartphone-Kunst. Bei Ausgrabungen in den Ruinen eines alten französischen Dorfes habe ich hier ein Alcatel-Gerät gefunden, das noch mit Firefox OS läuft. Ja, die einen oder anderen werden es nicht wissen, beziehungsweise an den einen oder anderen ist es mit Sicherheit vorbeigegangen, aber Mozilla hat ein eigenes Betriebssystem für Smartphones rausgebracht, eben Firefox OS hier in der Version 2.0.0.0. installiert. Das Gerät habe ich auch nicht tatsächlich bei Ausgrabungen gefunden, sondern es kommt von einem Zuschauer, und zwar der gute Roger. Roger. Der hat mir das Gerät zugeschickt, beziehungsweise hat er ihm vorgeschlagen, dass ich doch testen könnte als Retro-Review. Das Gerät ist aus dem zweiten Quartal 2014. Ich hatte ja bei den Meizu MX schon so ein bisschen überlegt, ob das tatsächlich ein Retro-Review werden kann. Das Gerät ist ja im Prinzip gerade mal 4 Jahre alt, aber naja, die Entwicklung. Firefox OS ist nun mal schon wieder außer Mode, noch bevor es wirklich in Mode war. Eigentlich geil. Ich mag Mozilla. Hier eine Alternative neben Google und Apple wäre ja eigentlich wünschenswert gewesen. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Genauso auch wie es Firefox, ach Quatsch, wie es Microsoft nicht geschafft hat. Warum? Können wir uns ja nochmal drüber unterhalten. Nun schauen wir uns aber das Telefon näher an, vor allem aber Firefox OS. Kannte ich vorher auch noch nicht. Daher, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Viel Spaß. Für ein wenig technisches Verständnis kommen wir erstmal zu den technischen Daten des Alcatel One Touch Fire E. Fire E, das ist doch mal eine vernünftige Bezeichnung für ein Telefon, ne? Nicht wie die Chinesen das manchmal machen. Ihr seht, es ist ein bisschen kleiner. Das liegt daran, dass das Display nur 4,5 Zoll groß ist. Beziehungsweise 4,5 Zoll klein. Denn damals, da waren das ja, naja, wisst ihr, wie es heute ist, unter 6 Zoll tun die Chinesen ja es kaum noch. Demzufolge haben wir auch eine relativ geringe Displayauflösung von 960x540 Pixel. Im Inneren werkelt ein älterer Schnappdrache, und zwar der Snapdragon 200. Der beinhaltet dann ein Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz pro Kern und einer Adreno 302. Der Akku ist 1700 mAh klein, muss man ja sagen. Ja, was sind heute noch 1700 mAh, hat man in jeder Casio Armbanduhr. Aber ein IPS-LCD-Panel, ja, habe ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt. Das heißt, Blickwinkel stabil, wenn wir uns das hier jetzt so auf den ersten anschauen, ne, sieht es ja auch gar nicht mehr so schlecht aus. Gehen wir auch gleich nochmal näher ran. Und dann haben wir noch ein paar uninteressante Sachen. Wi-Fi ist natürlich dabei, BGN, wir haben auch GPS und Bluetooth und so ein Quatsch. Natürlich kein LTE. Und dann noch eine 4-Megapixel-Hauptkamera, 4 GB Arbeitsspeicher, Quatsch, 4 GB System, also Festspeicher, und 512 Megabyte Arbeitsspeicher. Ich kenne aber die Ansprüche von Firefox OS nicht, ich weiß nicht inwiefern dein Firefox sozusagen da Systemressourcen in Anspruch nimmt. Wer weiß das schon heute noch? Ist ja alles ein Schatten der Vergangenheit. Okay, wir wollen es mal nicht übertreiben, aber es ist nun wirklich so. Die Entwicklung ist so dermaßen schnell, was heute noch der aktuelle Stand der Technik war, ist morgen, ne, schon wieder auf den Stand von T34 oder einem Feldtelefon. Aber ich muss zugeben, das Gerät ist von 2014 und dafür sieht es eigentlich ganz vernünftig aus. Es ist echt verdammt schmal und es ist auch sehr leicht. Was ich gerade gelesen, 103 Gramm oder so. Ich will jetzt hier nicht groß Werbung für das Gerät machen, das ist hier ja uralt. Kann man am Übrigen noch für 50 Euro bei Amazon shoppen. Das gibt's noch, obwohl das Betriebssystem nun offiziell nicht mehr unterstützt wird von Mozilla. Und ich kenne mich damit jetzt auch nicht so gut aus, der gute Roger, der hat dann per E-Mail geschrieben, ja, da sind jetzt hier noch Apps natürlich drauf, ist ja klar. Aber wenn man das Gerät sich jetzt zurücksetzt, dann könnte man die jetzt sozusagen nicht mehr aus dem Netz laden. Ich werde es aber zurücksetzen. Und es geht dann hier auch an euch raus als Giveaway. Ich werde das Teil also dann verschenken. Einfach bei moschus.de im Forum vorbeischauen unter Giveaways. Ich habe ja 2 jetzt aktuell gerade erst beendet. Da muss ich noch die Gewinne auslosen. Und danach kommt dann das hier dran. Und noch irgendwas anderes. Mal schauen. Einfach mal bei moschus.de vorbeischauen im Forum unter Giveaways. Findet unten in der Videobeschreibung. Ich kann auch das Gerät hier bei Amazon nochmal verlinken, dass ihr die technischen Daten nochmal danach sehen könnt. Aber ich hatte ja mit iCartel auch schon so meine einen anderen Erfahrungen. Und 130 Euro hat das Gerät gekostet, als es rauskam. Jetzt kostet es noch 50. Und ich muss sagen, also mir gefällt, also gerade wegen dem Display. Wir haben ja oft Probleme, ja auch bei den Franzosen gerne mal, ne, dass es nicht blickwinkelstabiles, farbschwaches, niedrig auflösendes Rotz-Display ist. Aber das gefällt mir. Ne, das ist blickwinkelstabil, es ist ein IPS-Panel, nur die Helligkeit, die ist nicht so Bombe. Aber das Ding ist auch von 2014. Da haben wir heute wirklich teilweise schlechtere Sachen, ja, für 80, 90 Euro. Wunderbar. Firefox OS. Ja. Hat es nicht durchgesetzt. Warum? So genau weiß das natürlich nur Mozilla, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich an der Unterstützung der App-Entwickler gelegen haben. Denn heute ist der Erfolg eines Betriebssystems vor allem von der Auswahl der Apps abhängig. Wenn man nichts installieren kann, ja, außer natürlich den Mozilla Firefox, der mit Sicherheit standardmäßig vorinstalliert ist. Hier sind noch die Apps von Roger eben drauf. Ja, wenn es auch sonst nichts gibt, wenn es die aktuellen Games nicht gibt, wenn es vielleicht sogar die
notwendigen Messenger, zum Beispiel nicht gibt wie WhatsApp oder Facebook Messenger und was ihr Kids heute alles so verwendet, tja, dann kann eigentlich das Betriebssystem von vornherein einpacken. Selbst Apps dann etablieren, das ist unglaublich schwer, da braucht man eine richtige Marketingmaschinerie dahinter. Und wie soll man da anstinken gegen Apple oder gegen Google? Die haben da einfach mal das Monopol. Und Mozilla hat es eben offensichtlich nicht geschafft. Microsoft muss ja auch die Siegel streichen, wie schon erwähnt. Sich heute da noch durchzusetzen, das ist ziemlich anspruchsvoll. Wenn wir uns das hier so ein bisschen anschauen, mal kurz nochmal in den Lockscreen. Es ist keine Neuerfindung, das sieht man hier schon. Ja. Anklicken, Lockscreen. Rechts oben Empfangsbalken in Prozent, daneben WLAN-Empfangsstärke und daneben das Symbol für die fehlende SIM-Karte. Ansonsten wäre da wahrscheinlich dann die Empfangsstärke für die SIM-Karte. Home-Button, keine kapazitiven Button hier, Uhrzeit, Datum drunter und hier noch der kleine Hinweis, nur Notrufe. Aber jetzt kommt natürlich die Top-Innovation des laufenden Jahrhunderts. Wir entsperren nicht von unten nach oben, sondern von links nach rechts. Halleluja! Ja, das ist doch schon ein Grund umzusteigen. Dann hier, das ist der Homescreen. Hier oben eine Adress-Suchleiste. Vermutlich sucht er dann im Internet. Suchen wir mal nach irgendwas Geistreichen. Ja, startet automatisch Firefox. Aber ich denke mal, dass er vorher das Gerät selber durchsucht. Wenn wir eine App hätten, die Möb heißt, dann wird die wahrscheinlich angezeigt. Haben wir aber nicht, denn das Wort ist erfunden. Wetter-App ist hier schon dabei. Yahoo, wie gesagt, das sind ein paar vorinstallierte Sachen. Hier ist der Marketplace. Klick, geht der jetzt eigentlich noch? Server nicht gefunden. Ich denke, das dürfte die ihm gestellte Frage relativ eindeutig beantworten. Aber Internet geht ja, ne? Da war da ja eben im Netz nach, ja, gib mal was Sinnvolles ein. So. Die Tastatur, ne, ist dann logischerweise dann auch Firefox-Tastatur. Hier. Google. Ja. Komisch, dass die Seite, weil die ist als Suchseite voreingestellt, ja. Google, finde ich auch interessant. Ist ja eigentlich der Konkurrent von Mozilla, ne? Wegen Android. Gehört ja zu Google. So, also hier hat er eigene Webbrowser, Standard-Webbrowser, ne? Gibt's nicht viel dazu zu sagen. Ach, da hätte ich ja den alten Tab sich noch gemerkt. Ist aber recht fix, muss ich sagen. Für einen 200er Snapdragon läuft hier alles vergleichsweise flüssig. Auch, dass er nur 1,5 GB RAM hat, ne? Ist schon eine runde Sache. Lässt sich jetzt so vom aktuellen Gerät jetzt eigentlich auch nicht so krass unterscheiden. Ja, kann man jetzt auch SIM-Card rein. Und loslegen, Telegram ist auch drauf. Open WAP, 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 was ist das? Bestimmt ein Messenger, was? Open WAP, WAP. Ist vielleicht irgendeine Alternative zu WhatsApp. Offline. Gut, funktioniert nicht. Okay. Also hier sind erstmal alle Apps abgelegt. Und wenn wir uns das hier oben runterziehen, haben wir eine Benachrichtigungsleiste. Und natürlich ein paar Hinweise, wie eben nur Notrufe. Und hier unten, also wir sehen, das ist komplett umgestaltet worden. Innovativ! Ja, also man findet sich überhaupt nicht zurecht. Die Schnelleinstellungen sind nicht die oben, die sind jetzt hier unten. Dutsch, dutsch. Standard. WLAN an, aus, das ist wahrscheinlich Screenshot, Bluetooth. Hier kann man sich Flugzeug callen. Ja, da, Flugzeugsymbol. Wird man dann wahrscheinlich abgeholt am nächsten Flughafen. Hier Bildschirm drehen, dann noch zwei Ringe, da kann man wahrscheinlich Blitz heiraten, man weiß es nicht. Und GPS aktivieren, deaktivieren. Okay, wunderbar. Wieder hoch. Geht das wieder hoch? Ach, hier unten sind kleine Anfasser. Ein bisschen klein. Hier Lautstärke-Wippe, dürfte klar sein. Können wir jetzt hier mal die Lautstärke regulieren, dann an, aus. Also, Mozilla hat einen großen und ganzen oder ganz offensichtlich hier das Betriebssystem nicht neu erfunden. Aber ich finde es auf jeden Fall gefällig. Jetzt haben wir hier alle Apps. Sowas wie ein App-Drawer gibt es nicht. Das ist praktisch der App-Drawer, in den springt man sofort rein. Und dementsprechend auch die eigene Telefon-App. Ist aber auch im Großen und Ganzen nicht gleich wie von Android, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, Telefonprotokoll, hier sind die Kontakte. Das sind natürlich alle schon vorher säuberlich gelöscht worden. Entgangene, alle. Und hier halt wählen. Also, was mir ein bisschen fehlt, ist hier zum Beispiel ein Zurück-Button. Okay, da macht nicht viel Sinn. Home-Button, zack, zurück. Wenn wir zurück benötigen, wie zum Beispiel im Einstellungsmenü, dann ist es wie bei Apple. Da ist dann sozusagen Onscreen. Erscheint allerdings nur, wenn man auch benötigt. Also, eine Art Funktionstaste, die dann eingeblendet wird. Bloatware, Alcatel-Hilfe. Braucht keiner. Ja, jetzt anrufen. Nee, aufrufen, so. Ja, die Franzosen. Fix it, Felix. Ist nur die Frage, was? Firefox, hello. Okay, da weiß ich nicht so genau, was das ist. Hallo. Wählen Sie die unten stehende Schaltfläche, um Ihren ersten Raum zu erstellen. Gesprächsraum. Ich will einen Raum. Also, ganz habe ich noch nicht gereiht. Was man jetzt hier von mir erwartet wird. Okay. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. YouTube ist dabei. Benötigt auch eine Internetverbindung.
Einstellung überprüfen. Oh, was für eine... Hä? Hä? Warum steht hier jetzt WLAN ist deaktiviert? Das geht doch gar nicht. Ich war da die ganze Zeit im Netz. Der hat doch gesucht nach MIP. Wie hat denn der das gemacht? Tastmanager im Übrigen gedrückt halten. Und da sind wir in den drinnen. Der ist auch Standard. Nach oben wischen ist weg. Hier unten können wir alles löschen und ansonsten einfach mit den Tabs reinwechseln. Das ist mittlerweile aber relativ viel offen. Ich habe mir das natürlich schon vorher ein bisschen reingezogen. Und wenn wir jetzt in den Firefox wechseln, habe ich hier Suchergebnisse, die sich da jetzt hier irgendwo hergezogen haben muss. Nämlich einmal über Mu und einmal über MIP. Ja, wahrscheinlich die meistgegoogelsten Wörter weltweit. Ja, jetzt ist er verbunden. Okay, also jetzt sind wir ganz offiziell verbunden und wir starten nochmal den YouTube-Player, hier Deutsche Bahn-App und sowas, den TV Today. Das ist, wie gesagt, von Roger, der das schon vorher installiert gehabt, damit ich das so ein bisschen zeigen kann. Wobei wir uns die Apps an sich jetzt natürlich nicht anschauen, weil das irgendwo Blödsinn ist. Also, es geht doch. Okay. Gucken wir mal nach dem besten Kanal, der bei YouTube existent ist. Und da ist er ja auch schon. Ja, ist halt YouTube, ne? Aber die App ist schon ein bisschen anders, ne? Also minimal angepasst halt an Mozilla, Firefox, OS. Zack. Oh. Also wie gesagt, also Mozilla hat jetzt hier irgendwie nicht gerade das Telefon neu erfunden. Warum treten der nicht? So, oh, Kräftsch. Der Kleine. Ja, das ist auf jeden Fall ein eigener Player. Angepasst halt. Ach, jetzt kann ich die Benachrichtigungsleiste nicht runterziehen. Und einen Zurückbutton habe ich aber auch nicht. Das ist irgendwie... Okay. Gut, da war das auch durch. World Radio, so geil. Musikplayer ist natürlich drauf. Laden Sie Titel auf die Speicherkarte. Okay, jetzt würde ich eigentlich mal gucken, wie der Musikplayer aussieht, aber egal. Taschenrechner. Haben wir auch schon. Ja, der sieht auch aus wie der Android-Taschenrechner, aber volles Produkt. Wobei es natürlich schwierig ist, jetzt einen Taschenrechner wirklich komplett anders zu gestalten, weil irgendwie braucht man ja schon noch so die Zeilen, die man halt antippt. Bisher keine Notizen. Erstellen Sie Ihre erste Notiz. Okay. Ich würde eigentlich gerade was Geistreiches reinschreiben, aber bin wieder auf den Home-Button gekommen. Morphe. Wie kann man nur so ein... So, gibt's doch in jedem Duden. Aber offensichtlich nicht in den französischen. Amazon.de sind natürlich die ganzen Apps. Aber offensichtlich haben die ganzen großen Anbieter zumindest, ja, wie Deutsche Bahn, wie Amazon, wie eBay, ja, und auch Yahoo, Apps für Firefox OS programmiert. Aber es werden zu wenig sein. Es wird einfach zu wenig sein. Da werden einfach viele nicht mitgezogen sein. Oder haben vielleicht sogar später den Support eingestellt. WhatsApp hat ja jetzt den Support, soviel ich weiß, für Microsoft Betriebssysteme eingestellt. Also für die mobilen natürlich. Und noch für was anderes auch. Wahrscheinlich für Firefox. Nee. Ich glaube für BlackBerry. Oh, was, Blueberry? Man weiß es nicht. Meine Jokes sind heute extrem flach. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen was Besseres essen. Nutzung. Was ist denn das Geiles? Legen Sie eine SIM-Karte ein, um die Funktion Nutzung zu aktivieren. Da kann ich wahrscheinlich die SIM-Karte nutzen. Zumindest würde das jetzt erstmal vom ersten her Sinn machen. Wo ist denn eigentlich das Einstellungsmenü? Ah ja, hier auf dem Homescreen übrigens können wir halt hoch und runter scrollen, ja, was ja schon mal total innovativ ist. Und wir sehen ja hier, dass es mal so Trenner dazwischen sind. Ach ja, das kann man übelst geil hier rumbacken. Ja. Und seht ihr? Bug. Ist ja bloß Version 2.0, ne? Da kann man sich mal noch ein paar Bugs gönnen. Und dann kann ich mir hier neue Trainer machen, wenn es nicht rumbuggt. Zack. So. Jetzt habe ich halt noch einen Trainer und jetzt kann ich mir das so sozusagen. Das ist das Ordnungs- bzw. Sortiersystem von Mozilla. Haut mich jetzt aber auch jetzt nicht unbedingt um. Aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht schlecht reden. Ich finde es gut. Ich finde es echt gut, dass es zumindest die Versuche gab, hier meine Alternative zu bieten. Hier, das meine ich. Der Zurück-Button ist jetzt halt links oben, eben wie man das halt iOS, genau, kennt. Und hier ist das Einstellungsmenü. Ja. Fängt überhaupt gar nicht Android-mäßig hier mit den Konnektivitäten an. Flugmodus, Standort, WLAN, Anrufeinstellungen, Mitteilungseinstellungen. Das finde ich gut. Dass das hier drin ist. Alles natürlich ist alles ausgegraut, weil ich keine Karte drin habe. Hier kann man Bluetooth an- und ausmachen, Internetverbindung teilen, hier auch direkt im Einstellungsmenü. Finde ich dann auch ein bisschen besser, als das immer so zu verstecken, wie es bei Android der Fall ist. Weil viele fragen dann, ja, kann man damit auch mobilen Hotspot machen? Und dann sage ich, ja, natürlich geht das. Das geht seit Android 4, das geht immer. Man findet es halt nur nicht gleich. Finde ich gut, dass das dann auch hier Verbindung teilen heißt und nicht irgendwie Tethering, USB-Tethering, Bluetooth-Tethering und so ein Scheiß. Wissen doch die meisten gar nicht, was damit gemeint ist. Display-Töne, was kann man hier noch so machen? Display. Man ist manchmal ein bisschen laggy, aber der 200er Snapdragon, das ist jetzt auch schon arschalt. Kann man hier halt Display-Helligkeit. Oh, der hat Adaptivhelligkeit offensichtlich auch drin. Also wird vom System unterstützt und von mir rein selber. Das ist ganz wunderbar. Ja, finde ich gut, dass iCartel damals wirklich so ein günstiges Gerät für 130 Euro und auch noch mit einem alternativen Betriebssystem rausgebracht hat. Weil damals, 2014, waren ja die Importgeräte noch nicht so Mode wie heute. So, Anwendungsmanager. Da sind wahrscheinlich die ganzen Apps drin.
Leck. Ich denke mal, es gab bestimmt noch leistungsstärkere Geräte mit Firefox OS, wo das dann alles noch ein bisschen flüssiger läuft. Ja, jetzt kommen sich hier halt Anwendungen des Nutzers, ne? Anwendungen und Systemanwendungen. Ne? Gut, das ist die Standardsortierung. Downloads, hier direkt im Einstellungsmenü, finde ich also halt auch geil. Firefox OS verbessern. Kann ich mich jetzt als Programmierer bewerben. Naja, jetzt macht es eh keinen Sinn mehr. Ja, Absturzberichte halt senden, ja, Daten senden. Okay. Das ist auch Standard. Aber finde ich auch gut, dass das hier direkt überhaupt gar nicht versteckt ist. Ja. Nicht irgendwie versteckt. Ich muss sagen, bei Google, das ist doch auch irgendwo in Google-Account-Einstellungen und dann auch ungefähr 6.000 bis 7.000 Unterpunkte weiter. Das sind doch dann irgendwann die ganzen Einstellungen, was man senden will und was nicht. Hilfe. Oh, das ist eigentlich auch cool. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter um Hilfe. Das ist ja mal übelst geil. Aber hier im Benutzerhandbuch kann man sich da zumindest reinziehen. Grundlegende Funktion. Das ist doch schon mal was, sagen wir trotzdem, finde ich das erstmal übelst cool. Ja, ein Hilfe-Button, da steht drunter, fragen Sie Ihren Anbieter um Hilfe. Und der Anbieter, zu dem geht man dann, sagt, naja, fragen Sie Ihren Smartphone-Hersteller um Hilfe. Ja, so läuft das Service-System. Medienspeicher. Das ist ein kleiner Dateimanager, wo alles schon hier mit auch unterteilt ist. Hier direkt USB-Speicher, hier kann man gleich anmachen. Mit einem Einstellungsmenü. Bats, an, fertig. Und dann bleibt das auch so. Wunderbar. Nicht verfolgen. Was ist das denn? Webseiten und Anwendungen. Ist ja cool. Das finde ich auch echt nicht schlecht. Anwendungsbenachrichtigungen. Kann ich jetzt wahrscheinlich hier jeder App sagen, was sie so pushen darf an Nachrichten. Das ist teilweise echt ein bisschen. The Gaia-Team. Standort fragen. Wunderbar. Einen Entsperrungscode. Zugangscode erstellen, Zugangscode bestätigen. Wunderbar. Was haben wir hier an Gesten? So, nicht gerade viel. Randwischgesten. Streichen Sie von links nach rechts oder umgekehrt, um die kürzlich verwendeten Anwendungen aufzurufen. Das klingt schwer nach Taskmanager, wo ich auch gedrückt halten kann. Was war es? Von links nach rechts oder von... Also hier passiert irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, was damit jetzt genau gemeint. Das klingt ja nach einem Taskmanager, aber auf jeden Fall kann ich ihn damit nicht aufrufen. Durchkippen, stummschalten. Telefon umdrehen, um eingehenden Anruf stumm zu schalten. Ja, kennen wir ja auch schon. Also was die Gesten angeht, haben wir auf jeden Fall hier nicht sehr viel zur Auswahl. Stadtbildschirm. Layout. Ja, das kann man sich hier umstellen, dann immer mal horizontal. Okay. Nee, da sollte aber das Einstellungsmenü nicht killen. Seht doch mal, Freunde, das war einfach nur umgestellt gewesen. Na toll. Soll ich jetzt von vorne anfangen? Jetzt haben wir eigentlich dieses Standard-Android-Layout, was wir kennen hier unten. Also feste Icons, die bei den anderen Layout nicht dabei waren. Was ja auch klar ist, die werden ja links oder rechts. Aber wenn wir das jetzt so einstellen, jetzt haben wir alles so, wie es sein soll. Also wie es sein soll. Quick, quick. Jetzt haben wir es wie bei Android. So, jetzt sind wir hier auch. Uhrzeitwetter-App ist auch schon dabei. Und hier eine Suchleiste. Sehr sexy. Okay, wieder zurück ins Einstellungsmenü. Mal gucken, was wir noch für einen geilen Scheiß finden. Hier kann man die Suchmaschine einstellen. Yahoo, Bing oder Google. Vor allem, man kann sich keine anderen einstellen. Das ist fest eingestellt. Verdammte Axt. Hier gibt es im Übrigen noch Geräteinformationen. Und hier sehen wir zum Beispiel, ja, das ist jetzt hier Firefox bereits in der Version 2.0.0.0. Ich frage mich, ob es noch eine Version 2.0.0.1 gibt. Oder eine Version 2.0.0.0. Jetzt bin ich raus. Weitere Information, es ist wahrscheinlich jetzt bloß ein Lizenzquatsch. Das buggt manchmal ganz schön rum. Nee, es ist kein Lizenzquatsch. Hier haben wir eine E-Mail-Nummer und die ICC-ID, was man das ist. Plattformversion 32.0. Oh, Entwickleroption. Fett. Und wo sind die jetzt? Jetzt können wir nochmal Entwicklerkram halt an- und ausmachen. Yay, ist das nicht geil. Kamera, ja. Kamera, komm, jetzt halt müssen wir die Kamera-App angucken. Das Blitzlicht, was ist denn das? Ist das so ein C64 Blitzlicht? Nee, okay, jetzt sieht's hier vernünftig aus. Ich dachte echt, meine schöne weiße Tastatur, die machte dann jetzt das Foto. Das wird dann so geschossen, dass sie vergilbt ist. Ja, das ist der Vergilbt-Filter. Aber sieht das so aus? Passt nochmal auf. Sieht doch aus, ja. Gleich wie aus den 80ern. Ja, der 80er-Jahre-Filter. Was haben wir noch? Video, Foto, Umdrehen, Blitzlicht und hier sind wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. HDR, Aufnahmemodus automatisch. Wow, hier kann man aber viel einstellen. Was ist ein ASD? Naja, aber die bekannten Sachen sind natürlich hier Nacht und Landschaft etc. Ein Porträt natürlich. Was haben wir hier noch? Kameraauflösung aufstellen, Videoauflösung, ISO, Weißabgleich. Und noch Gitter, ob an, aus ist. Ja, das ist nicht unbedingt so viel. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall dabei. Zack, aus. Eine ziemlich minimalistische Kamera-App, wenn man passt schon. Und, die sind aber dunkel und guckt euch, naja, jetzt zoomt er wieder einigermaßen besser.
Ja gut, die Kamera, wie gesagt, das ist ja jetzt abhängig dann von dem Gerät selber. Und das ist ein billiges Gerät, das ist die Kamera wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so Bombe, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Wen interessiert denn das schon? Ich würde euch bloß noch schnell die Kamera-App zeigen, bevor wir dann jetzt hier im Großen und Ganzen damit fertig sind. Ich danke auf jeden Fall Roger dafür, dass ihr mir das Gerät zur Verfügung gestellt habt. Ich wusste schon natürlich von Firefox OS, dass es existent ist, aber ich kaufe mir da nicht extra ein Telefon, nur um es mal kurz anzuschauen. Deshalb bin ich ganz froh, dass er mir dieses Gerät jetzt zugeschickt hat, dass ich jetzt, auch wenn es jetzt gerade halt ausstirbt, das Betriebssystem es mir doch zumindest nochmal anschauen konnte. Und letztendlich, ja, Mozilla hat jetzt hier nicht unbedingt das Rad neu erfunden. So, mal ehrlich, das gerade, wenn man das Layout jetzt halt so hier einstellen, sieht es eigentlich genauso aus wie Android. Denn die Benachrichtigungsleiste runterziehen, Schnelleinstellungen gleich mit dabei. Hier unten die Leiste, wo wir dann unsere statischen Apps haben, die unabhängig vom Desktop immer verfügbar sind. Und dann halt die Desktop-Seiten. Und nur halt kein App-Drawer, was wir auch bei Android ja auch kennen. Ja, und das Einstellungsmenü, finde ich, ist auf jeden Fall gut. Aber nichts, wo man sagt, ja, man merkt sofort, das ist ein komplett anderes Betriebssystem. Aber ich will es nicht kleinreden. Das Betriebssystem selber ist nämlich gut gemacht. Und das ist nämlich auch nicht so ganz einfach, ein gutes Betriebssystem zu schreiben und dann auch zu pflegen. Ja, das ist ja, wie gesagt, auch schon Version 2. Gescheitert, meiner Meinung nach, denke ich zumindest, dass es eine mangelnde Unterstützung von den ganzen App-Entwicklern gibt, vor allem von den ganzen Großen, dass die haben irgendwann halt Mozilla fallen lassen. Aber insgesamt finde ich es auf jeden Fall ziemlich geil, dass es Mozilla zumindest versucht hat, gegen den riesen Google und gegen den riesen Apple halt anzukommen. Ich weiß nicht, aber Großalternativen gibt's ja nicht. CyanogenMod Lineage, das basiert ja auch auf Android. Das ist jetzt nicht wirklich was Eigenes, die Custom ROMs. Und bei Apple kann man ja schon mal überhaupt gar nicht deichseln. Entweder einmal Apple, immer Apple und dann auch nur Apple und dann auch keine modifizierten Apple. Google wird ja jetzt auch immer strenger, ne, mit seinen Verifizierungen und sowas. Deshalb hätte ich es schon geil gefunden, wenn sich da was richtig durchsetzt. Und ich würde es auch annehmen, ganz ehrlich. Hätte ich keine Probleme damit, ich hätte es angenommen. Gut, das soll es gewesen sein, Freunde. Ich werde es demnächst bei moschus.de dann im Forum einstellen als Giveaway. Und dann noch was anderes. Müsst ihr mal ein bisschen beobachten, dann verschenke ich das gute Stück. Vielen Dank nochmal an Roger, dass er das zur Verfügung gestellt hat. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Könnt ihr übrigens auch so auf moschus.de mal vorbei surfen und dort euch ein bisschen rumschauen, denn da stelle ich immer geilen Scheiß ein. Und, also Angebote etc. pp. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer, gebt mir noch ein Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid. Bis dahin, ciao.